Weiter geht's im Speisesaal bei The Dark Mod. Oh, und da kommt schon wer rein. Okay, das ist die Wache, die draußen wahrscheinlich hier die Räume patrouilliert. Ich habe jetzt gar nicht bisher überlegt, ob hier irgendwo noch ein anderer Weg rausgeht. Das sieht nämlich fast nicht so aus. Führt erstmal Selbstgespräche, das ist auch immer eine sehr gute Eigenschaft. Ach, jetzt kommt noch einer rein. Oh, das sieht doch aus wie Bruder John. Wenn der hier vorne gleich rausgeht, habe ich auf jeden Fall eine Chance, seinen Schlüssel zu kriegen. Hoffe ich. Einen habe ich. Der hat noch einen Schlüssel. Das heißt, wenn er nochmal kommt, nehmen wir ihm den anderen auch noch ab. Aber wir haben auf jeden Fall seinen einen Schlüssel schon mal mitgenommen. Ja, das ist alles hier sehr karges Besteck. Wenn ich das so richtig sehe, das brauchen wir das nicht. Was ist hier mit den Lampenständern? Kann man die klauen? Nee. Ein Objekt. Gut, und die Speisekammer. Gucken, ob wir hier irgendwas Gutes finden. Immerhin eine Weinflasche. Ist ein bisschen was wert. Ich lege hier gerade auch noch mal einen weiteren Speicherstand an. Ja, also den billigen Fusel dürfen sie schon noch behalten, wir wollen die nicht alles nehmen. Aber die gute Flasche hier, die lassen wir schon mal mitgehen. Hier noch irgendwas, was wir klauen können? Nicht so wirklich. Heiltrank nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Den können wir eigentlich auch gleich benutzen. So mies, wie es uns immer noch geht. Wir hatten ja leider da diverse Komplikationen, das hier zu erreichen, wenn ich es mal so nennen darf. Was drin? Nee. Okay. Gut. Sieht so aus, als ob wir hier erstmal alles mitgenommen hätten, was wir mitnehmen können. War jetzt gar nicht so schlecht. 510 Gold haben wir schon. Wir brauchen 1900, also ein gutes Viertel. Ist okay, sage ich mal. Dafür, dass wir noch in keinem gut gesicherten Raum jetzt waren, sondern echt nur hier in der Speisekammer und in der Küche. Aber es gibt hier keinen Weg raus, außer wieder draußen. Ich weiß nicht, ob ich oben mit dem Seilpfeil, ob ich da irgendwo noch hinkommen kann. Ich will es aber nicht unbedingt ausprobieren. Da kommt gerade die Wache. Summt vor sich hin. Könnte eigentlich der Bruder John gleich auch nochmal vorbeikommen. Dass wir dem noch seinen anderen Schlüssel klauen können. Täusche ich mich oder sind die einen Becher da hinten besser aus als die anderen hier vorne? Mach
mal schön zu hier. Die sind doch aus Silber, oder nicht? Nee. Leider nicht. Schade, ich dachte, irgendeiner darf hier von denen mal aus einem besseren Becher trinken. Das sind scheinbar alles hier so blöde Holzpnökel. Hätten sich hier ruhig schon mal ein bisschen was Besseres leisten können. Ja, das laden wir mal ran neu. Ich habe mich fast gedacht, dass das irgendwann da zu Komplikationen führt. Natürlich immer sehr schwer jetzt von hier drinnen abzuschätzen, wann draußen jemand vorbeigeht oder nicht. Man kann es bescheiden hören, leider. Ich müsste den Sound so laut drehen, dafür, dass ich das höre. Jetzt eigentlich nicht vor. Ich weiß nicht, ob ich mich trotzdem vielleicht da oben kurz umgucken soll, aber ich... Es sieht nicht so aus, als ob es irgendwo hingeht oder ob mir das irgendwas bringt, denn ich, wenn ich jetzt da oben bin. Außerdem ist es auch nicht ganz so unauffällig, wenn hier dann so ein Seil mitten im Raum hängt. Das wollte ich auch eigentlich vermeiden. Gucken wir nochmal. Ja, da kommt jetzt gerade der andere an. Das ist natürlich alles nicht so geil. Weil wir so natürlich auch nicht vorwärts kommen. Oha, der ist ein bisschen dichter. Okay. Hat sich zum Glück dann noch anders überlegt und ist in die andere Richtung gegangen. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass der einen Bogen dabei hat. Habe ich so noch nicht gesehen bei denen. Die hatten bisher immer ihre Hämmer am Start. Aber das hier scheint ein Bogenschütze zu sein. Oh, und Bruder John. Ja. Die mir jetzt gleich den zweiten Schlüssel hoffentlich abnehmen können. Das ist der Schlüssel vom Erzbischof, den wir jetzt noch gesnackt haben. Das ist natürlich mal eine Top-Sache. Das heißt, wir haben schon beide Schlüssel, die wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie gucken, dass wir hier den Wachen ausweichen. Ja, so schon mal nicht. Da sieht man mal, die alten Stealth-Spiele hatten halt nicht diesen Luxus, was heutzutage ein Splinter Cell bietet, mit Nachtsicht oder mit Infrarot oder weiß der Geier was. Die Fledermaus-Vision aus Batman, hier ist einfach wirklich Raten, Glück und oder sich Wege und Zeiten einprägen. Wir versuchen es mit der Methode Glück. Weil ich für das andere gerade nicht Zeit und Nerven habe und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja, okay. Ich mich da ein bisschen beeile, müsste das klappen. Scheiße, jetzt ist die andere Tür offen geblieben. Das ist natürlich nicht so gut. Ich hoffe mal, dass mir das jetzt egal ist. Beziehungsweise dem vielleicht noch, aber dem anderen, der hier Patrouille läuft, wahrscheinlich nicht.
stört ihn jetzt nicht so. Okay. Gucken, ob ich gerade hier so ein bisschen hinterher kann. Dieser Gang ist hier elendig lang. Das ist mal gar nicht so geil. Ja, nächster Stop würde ich sagen, hier vorne die Doppeltür. Auf der linken Seite. Am besten, wenn die Wache am anderen Ende des Ganges ist und der andere Mensch, der hier patrouillieren läuft, auch gerade nicht da ist, weil sonst laufe ich dem in die Arme. Fände ich jetzt auch nicht so gut. Ja, irgendwie kommt der gerade nicht. Weiter vor kann ich dann nicht weg. Ah, wobei doch, da vorne ist eine dunkle Ecke, aber jetzt kommt er schon wieder zurück. Ich habe jedes Mal Angst, dass die mich berühren, wenn die da so nah an mir vorbeigehen. Geht das Risiko gerade einfach mal ein. Auf die Gefahr hin, dass hier gleich der andere rauskommt. Hell, 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 schlecht. Dunkel, gut. Ach ja, Bruder John. Betet seinen verlorenen Schlüssel an. Die haben wir nämlich mittlerweile beide. Das scheint hier so die Privatkapelle zu sein. Ah, vielleicht ist hier irgendwo dahinter dem Bildersymbol vielleicht irgendwas aufbewahrt, was was wert sein könnte. Gucke ich gleich auf jeden Fall mal nach, sobald er hier wieder mal den Speisesaal inspizieren geht. Wie gesagt, ich versuche es ohne umhauen. Klar könnte ich die jetzt einfach hier umhauen, da in den Schatten legen. Aber ich will einfach mal so ein bisschen mein Spielstil wieder so ein bisschen an das Diebeshafte anpassen. Das ist ja mal unauffällig und endet nicht mit 20 Bewusstlosen in jeder Mission. Ja, der sitzt hier echt schon lange. Ja, er räuspert sich. Okay, man könnte also hier wieder nach oben. Nicht so aus, als ob hier die krassen Reichtümer irgendwo gehortet werden. Guck mal gerade, ob ich mit meinem Fernglas was sehe hier irgendwie oben. Nee, nicht so wirklich. Ich würde es trotzdem einmal ganz gerne unter die Lupe nehmen und dann gucken wir mal weiter, wenn der jetzt mal gehen könnte. Jetzt geh schon zur Küche. Na komm schon, alter Mann. Kusch dich. Nee, ich bin gar nicht hier. Geh. Das ist ein anderer. Der ist jetzt ganze Zeit hier. Ist natürlich jetzt ganz bitter. Ich kann jetzt hier schlecht einfach neben ihm da zu dem Symbol gehen. Der geht echt nicht. Kann ich hier lang. Weil das auch hier ziemlich hell ist. Er wird mir hundertprozentig sehen, wenn ich da jetzt lang gehe.
probiere das mal. Okay, hat er nicht gesehen, interessant. Da liegt irgendwie eine Spende drin oder so. Das sieht stark aus mit dem Lichteinfall hier. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Und da liegen so ein paar Münzen drin. Natürlich nicht so beeindruckend. Trotzdem würde ich die gerne klauen. Mit dem Lord Builder halte ich es ja noch nicht so. Aber das wird schwierig, wenn der Typ hier drin rumgammelt. Ja, super, 4 Goldstücke. Die mega Ausbeute hier. Anderen Seite. Ja, hier ist natürlich noch mehr in Anführungszeichen drin. Also meiner Meinung nach müsste er mich sehen, wenn ich hier hingehe. Ich probiere es trotzdem einmal aus. Okay, irgendwie kann ich mit meinen Grafikeinstellungen, die ich halt fürs Aufnehmen brauche, sehr schwer nur unterscheiden, wo hier Licht und Schatten anfängt. Wird immer dunkler, interessanterweise. Ja. Wenn er da sitzen bleiben möchte, dann gehen wir jetzt einfach wieder. Halt, wir haben unsere 9 Gold hier uns hart erarbeitet. Mehr scheint es ja leider echt nicht zu geben in dem Raum. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich nicht doch vielleicht einfach mal mit einem Seilpfeil nach da oben sollte. Hier ist nichts. Alles gut. So, jetzt kommt wieder der spaßige Teil. Draußen raten, wann die Wachen wo sind. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er die ganze Zeit hier bleibt. Länger bewegt hat er sich jetzt jedenfalls nicht. Da ging gerade eine Tür auf oder zu. Keine Ahnung. Ah ja. Lord keep you, brother. Nein, hier bewegt sich nichts. Bitte geh weiter. Oh, Scheiße. Look there, brother. Let us smite him. Ja. Okay. Das heißt, wir warten noch einen ganz kleinen Moment. Das war hammerknapp. The Lord Builder has said, all work is holy in my sight. Bin ich mit dem Bilder auf jeden Fall einer Meinung, dass hier alles Werk heilig ist in seinen Augen. Nächster Stopp würde ich sagen, die Tür gegenüber. Wo der, sowohl der Bruder John als auch der die eine Wache mit dem Bogen öfter mal reingehen. Da gucken wir uns dann als nächstes um. Oh, der hat auch nur wieder ein Auge. Das sind auch andere Wachen teilweise. Hier laufen auf jeden Fall 2 rum. Weil der hat jetzt wieder einen Hammer. Nicht den Bogen. Na gut. Wir speichern nochmal. Die Folge ist nämlich schon wieder um.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danach finden wir raus, was da gegenüber hinter der Tür ist. Bis dahin.